schön ist, draußen zu sein. Oberneiter, minus 15 Grad hatte ich. War gut. Und alles überlebt in einem Daunenschlafsack. In so einem kleinen, leichten Daunenschlafsack. Mann, war das schön. Carinthia D600. Toller Schlafsack von Carinthia. Mit einem Inlet drin. Und weil ich unter freiem Himmel geschlafen habe, hatte ich noch einen kleinen Biwaksack drüber. Blend mal ein Foto ein von dem Setup. Wir hatten so einen Tarp mit Schrägaufbau. Aber war schön. Ich habe gut geschlafen. Die Skiunterwäsche. Guckt euch das an hier. Ja, ihr Lieben. Ich bin mit einem Overnighter hier draußen gewesen. Ich habe nicht viel gefilmt. Im Endeffekt filme ich jetzt das erste Mal. War schön. Hat sich wieder bezahlt gemacht. Ich war sehr leicht unterwegs, weil ich noch nicht so fit bin. Wegen meiner OP, die ich hatte am Kiefer. Ja, und im Endeffekt sieht so aus, was sich wieder bezahlt gemacht hat, ist zum Beispiel eine metallene Flasche, die vorher zu kochen, einen Schlafsack reinzutun. Habe ich die ganze Nacht davon gehabt. Und hat sich die US-Feldflasche mit dem Becher absolut bezahlt gemacht. Das war Gold wert, Leute. Günstiger Ausrüstungsgegenstand, absolut geil, wenn man gerade im Winter draußen ist. Ja, dicke Klamotten an, logisch, seht ihr, hab die Oma an, die BW Sturmhaube. Tut gut.